Willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn, mit Aloy im Dunkeln, in der alten Zero Dawn Anlage, in der wir hoffentlich mehr erfahren werden, aber wir sind hier nicht ganz safe. Die Kaja haben mitbekommen, ey yo, irgendwas stimmt hier nicht und ich glaube, die suchen jetzt nach diesem Eingang oder so. Aber trotzdem werden wir hier sicherlich ganz... Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Zero Dawn. Wir haben es gefunden. Überrascht dich das wirklich? Die Anlagediagnose zeigt zahlreiche Fehler. Reparaturversuch wird durchgeführt. Was war das hier für ein Raum? Vielleicht eine Eingangshalle? Sieh dich um. Das habe ich auch vor. Ich meine, wow, hier liegt auch schon irgendwas. Mal gucken. Datenpunkt. Noch ein Vorfall. Ha, von, keine Ahnung. Von Lange-Personal. Der unglückliche Zufall mit Dr. Popovic. Heute Morgen ist ein weiteres Beispiel dafür, dass das Empfangspersonal Unterstützung braucht. Wir wissen, dass Zero Dawn ein außerordentlich kompliziertes Projekt ist, aber als diejenigen, die an vorderster Front stehen, möchten auch wir endlich gehört werden. Wie bereits erwähnt, brauchen wir menschliche Dolmetscher, beispielsweise für Polnisch, Sicherheitspersonal, das beispielsweise wütende Embryologen in Schach halten kann, und dermale Beruhigungsmittel, beispielsweise für Menschen, die auf Polnisch herumschreien und Stühle und Vasen nach dem Empfangspersonal werfen. Ja, die meisten der Kandidaten sind relativ ruhig und benehmen sich gut, aber wir brauchen Hilfe bei denjenigen, die die Ausnahmen dieser Regel darstellen. Bitte antworten Sie auf diese Nachricht. Ja, ich glaube, diese Nachricht kommt ein paar hundert Jahre zu spät, aber was soll's. So, wir können uns hier weiter umgucken. Da drüben ist noch was. Wir brauchen auch Unterstützung. Wir werden noch. Das Empfangspersonal benötigt beim Umgang mit den ZD-Kandidaten, Zero Dawn-Kandidaten, bei ihrer Ankunft in der Anlage zusätzliche Unterstützung. Viele sind verängstigt oder verwirrt, manche sind sehr aufgewühlt. Diese Personen sind nicht daran gewöhnt, dass man ihnen Informationen vorenthält. Wir benötigen zumindest menschliche Dolmetscher. Die Sprachbots reichen nicht aus. Und leichte Beruhigungsmittel für die extremen Fälle. Jede Art der Unterstützung ist willkommen. Vielleicht wäre es ein Anfang, wenn ich eine Antwort auf meine Mails erhalten könnte. Antwort bekommst du, Zero Dawn scheint funktioniert zu haben. Wenn es hier schon um Embryos geht, dann glaube ich, sind wir gar nicht mal so verkehrt mit der Annahme, dass wir ein Klon sind. Auf zur nächsten Tür. Bitte nehmen Sie Platz und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Einige Erfrischungen und Snacks stehen für Sie bereit. Kleinerer Raum. Lecker, Steine. Wer mag das nicht? So, Schalldämmung. Schalldämmung? Wäre es möglich, die Schalldämmung zwischen VR1 und dem Lounge-Bereich zu verbessern? Die meisten Kandidaten bleiben während der Präsentation ruhig. Aber diejenigen, die schreien und schluchzen, werden von den Kandidaten, die auf ihren Aufruf warten, deutlich gehört. Ist nur eine Idee. Abgelehnt. Jeder mag schreiende Kandidaten. Nicht. So, auch hier gibt es natürlich ganz viel zu sehen. Und Vorratskisten. So viel zum Thema leichtes Gepäck. So viel zum Thema, ich brauche noch unbedingt Kram. Nachschub sonst. Zum fünften Mal. Bitte sorgen Sie für Kräutertee-Nachschub in der Lounge. Wenn ich noch mal erleben muss, wie so ein Eierkopf die Krise kriegt, weil die Sorte Bio-Gurke-Minze oder Brombeer-Salbei alle ist, drehe ich noch durch. Bitte antworten Sie und diesmal ohne Sturm im Teeglas und abwarten und Tee trinken Witze, okay?
Ich finde das gut. So irgendwie ein bisschen mein Humor. Wir würden hier gleich durchdrehen. Die Welt steht kurz vorm Abgrund und wir machen Party im Empfang der Zero Dawn Anlage. Genau so hat man sich das damals vorgestellt. So. Ja, hier sind ganz gemütliche Sitze, auf die man sich nicht hinsetzen kann. Schade eigentlich. Wir laufen hier schon. Geben Sie sich in den Vorstellungsraum 1. Dort erwartet Sie eine wichtige Nachricht zum Zweck Ihres Besuchs. Das ist schön. Endlich mal jemand, der Klartext spricht. Was? Was war das hier? Die Frage. Eine Holographenbühne. Ah. ZDO1 Daten intakt. Wiedergabe wird eingeleitet. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Ich bin General Harris, Vorsitzender der Stabschefs der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich weiß, es gibt Gerüchte, dass Zero Dawn ein streng geheimes Superwaffenprogramm ist, das technologische Wunder, das uns vor der Pharaoh-Plage bewahrt. Wenn Operation Enduring Victory die Roboter lang genug aufhält. Ich weiß deshalb so genau, dass es Gerüchte gibt, weil sie von mir kamen. Und es sind alles Lügen. Zero Dawn ist kein Superwaffenprogramm. Und es wird uns nicht retten. Nichts kann uns retten. Gar nichts. Als der Fehler erkannt wurde, war es bereits zu spät. Nichts konnte die Pharaoh-Plage stoppen. Nichts half. Die Roboter vermehren sich immer weiter und verschlingen die Biosphäre. Das Leben auf der Erde erlischt und unser Planet wird zu einem Ödland. Ein globales Aussterben steht uns bevor. Egal wie viele wir töten, die Zahl der Roboter wird exponentiell anwachsen. Hätten wir die Deaktivierungscodes, könnten wir sie abschalten. Den ganzen Schwarm. Doch die kryptografischen Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Man bräuchte 50 Jahre, um die Codes zu knacken. Und wir haben 16 Monate. Nicht gerade eine gute Überlebenschance. Die Vernichtung einer Biosphäre ist nicht die Art von Apokalypse, die man in einem Atombunker aussitzen kann. Die Erde wird nicht mehr da sein. Nur noch ein toter, giftiger Fels mit Millionen von Pharaoh-Robotern. Schlafend. Auf Nahrung wartend. Das steckt hinter den Lügen über die Operation Enduring Victory. Meinen Lügen, die Millionen von Unschuldigen dazu bringen sollten, sich auf den Schlachtfeldern zu opfern. Warum? Aus einem einzigen Grund. Um Zeit für sie zu gewinnen, damit sie hier arbeiten können. Zero Day. Der Tag, ab dem kein Leben existiert, nähert sich schnell. Man kann es nicht stoppen. Die Hoffnung von Zero Dawn ist, dass vielleicht etwas Neues entsteht. Aber es liegt bei Elizabeth Sobeck, diesen schwachen Hoffnungsschimmer aufrechtzuerhalten. Harris, Ende. Das Leben auf der Erde ist nicht erloschen. Er sagte, man könne es nicht stoppen. Aber es wurde gestoppt. Irgendwie hat Elizabeth uns gerettet. Ich muss weitersuchen, herausfinden, wie sie das geschafft hat. Okay. Das ist jetzt tatsächlich eine recht ernste Angelegenheit, die hier stattgefunden hat. Und tatsächlich war das auch eine nette Ansprache. Und kurz und knapp. Nix mit Superwaffe. Was war Zero Dawn? Falken, sie sind reingekommen. Durch die Lüftung. Lass dich nicht davon abhalten, die Wahrheit herauszufinden. Ausschwärmen! Tötet, was sich bewegt! Was ist das hier? Ein Grab? Das ist schon uncool, aber egal, wir versuchen es einfach mal auf lockere Art mit Pfeil und Bogen.
Frage ist, von wo können die überhaupt alles kommen? Da hinten tänzelt einer rum, hier vorne tänzelt einer mit einem... Womit läuft denn überhaupt rum? Schattenbaba. Ah ja, okay. Ah, das ist doch mal was Gutes. Na schön. Hey, Mann. So. Hey. Wann kommst du denn dazu? Wow. Dich habe ich leider zu spät gesehen. Gut. Wir sind schon zu weit gekommen, um uns von diesen primitiven Wilden aufhalten zu lassen. Sehe ich ganz genauso. Was enthalten sie? So. Gucken wir doch mal, was diese Datenpunkte enthalten. Von welchen Datenpunkten redet der? Was haben wir hier? Achso, eine Tür. Feuerstürmer ist uns relativ egal. 87. Ah, hier haben wir was. Sprachnotizen. Mit Suzanne Alpert, Umweltwissenschaftlerin. Doktor? Wie bitte? Ich habe nicht... Doktor? Ich habe nur Ihren Namen genannt. Woran dachten Sie gerade, Doktor? An nichts, was der General gesagt hat. Eigentlich. Ich war 2051 beim Syzygy East Einsatzteam dabei, direkt nachdem das zweite Erdbeben den Reaktor beschädigt hatte. Ich träume immer noch davon nach all den Jahren. Wie die rote Zone sich über die Karte ausbreitet. Langsam, so langsam, als ob sie ihre Finger ausstreckt. Ihr Einsatz bei diesem Ereignis hat dazu geführt, dass Ihr Name auf unserer Kandidatenliste steht. Wirklich? Das ist interessant, denn nichts hat funktioniert. Dort ist nie wieder etwas gewachsen. Es war ein katastrophaler Fehlschlag. Aber die rote Zone ist nichts im Vergleich zu einer weltweiten Reduzierung der Biomasse. Die Biosphäre und die Hydrosphäre werden zusammenbrechen, lange bevor die Roboter uns vernichten. Enduring Victory bringt uns in dieser Hinsicht gar nichts. Also sollten Sie mir lieber sagen, worum es bei Zero Dawn wirklich geht. Ja, das versuchen wir hier herauszufinden. Okay, wir haben jetzt Beraterrichtlinien. Okay, für die Nachbesprechung nach Präsentation 1. Den Kandidaten muss die Möglichkeit gegeben werden, Fragen zu stellen und die Informationen, die sie erhalten haben, vollständig zu verarbeiten. Jo, verständlich. Es ist ja auch ein ziemlicher Schlag ins Gesicht, wenn man so eine Nachricht bekommt. Es ist wichtig, sich der Tatsache bewusst zu sein, dass die Kandidaten soeben Auslösern für schwere mentale und emotionale Traumata ausgesetzt wurden. Gehen Sie nicht davon aus, dass Schweigen oder äußerliche Ruhe Zeichen von Einverständnis sind. Es muss unbedingt betont werden, dass alle anderen Optionen zur Bekämpfung der Pharaoh-Plage und zur Sicherheit des Fortbestands des menschlichen Lebens in Erwägung gezogen und nicht als durchführbar erkannt werden. Teilen Sie diese Tatsache ruhig, aber klar und deutlich mit. Machen Sie sich mit den Daten über die katastrophalen Umweltauswirkungen vertraut, die Nukleareinsätze gegen den Schwarm nach sich ziehen, Anhang B1, sowie über die Undurchführbarkeit, Leben in Orbit, Mond- oder Unterwasseranlagen zu erhalten, Anhänge C1, 2 und 3, sodass Sie diesbezüglich Einwände der Kandidaten umfassend entkräften können. Bittet ein Kandidat um Zeit, um zusätzliche Informationen in Ruhe allein zu prüfen, ist dieser Bitte unverzüglich Folge zu leisten. Informieren Sie in diesem Fall das Sicherheitspersonal, damit der Kandidat hinsichtlich eventueller Selbstmordversuche überwacht werden kann. Die Kandidaten sollten nur dann mit Präsentation 2 fortfahren dürfen, wenn sie der Annahme sind, dass ihr mentaler Zustand hinreichend stabil ist. Bitte beachten Sie, dass Echtzeit-Support über Ihren Fokus zur Verfügung steht. Sicherheitsteams und medizinische Krisenteams sind datenbeschädigt. No. Aber es ist zumindest... Wir wissen zumindest, dass wir noch eine Holo-Nachricht bekommen. Das ist ganz gut. Da drüben haben wir noch eine Sound-Nachricht. Erzähl uns was. Jetzt verstehen Sie sicher, warum wir Sie so dringend hier haben wollten, Miss Okilo. Hauptmann Okilo. Wollen Sie mir dafür danken, dass ich keinen Widerstand geleistet habe? Ich glaube, wir hätten keine diplomatische Lösung gefunden. Als es um das Lithium meines Landes ging, wurde immer ein Schwarm zum Verhandeln geschickt.
Metallurgic International, US Robot Command. Die Kennzeichnungen ändern sich, aber die Roboter waren immer die gleichen. Sie haben viel Erfahrung in Mensch-Roboter-Konflikten. Ja, und meine Prothesen beweisen es. Aber ich habe mich diesem Schrecken entgegengestellt, auch wenn die Herausforderung sehr groß war. Cyberkriegsführung. Ich dachte, Zero Dawn wäre ein Manhattan-Projekt, um die Deaktivierungscodes zu erzeugen. Und ich bin zu der Einschätzung gekommen, dass jeder Versuch, die Codes zu knacken, ein hoffnungsloses Unterfangen ist. Ich habe mich beinahe darauf gefreut, dass man mir das Gegenteil beweist. Leider war Ihre Einschätzung korrekt. Wie Ihr General Harris bereits sagte. Also dann, Sie haben mich nicht hierher gebracht, um mich zu bedauern. Was bleibt jetzt noch? Ja, okay, die ist ziemlich, ja, ziemlich tough unterwegs, definitiv. Und es ist beeindruckend, was für Wege es hier gibt. Damit hätten wir den wären wir wahrscheinlich hier durch die Gegend geschlichen. Normalerweise. Ja, jetzt haben wir den Leuten auf den Deckel gegeben und sind genauso glücklich wie vorher. Von daher, alles gut gemacht. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil da kommen sicherlich über die Zeit noch ein paar mehr runter. Über diese Lüftungsschächte. Oh, da drüben ist auch noch ein Datenpunkt. Ups. Auch wenn wir hier schnell unterwegs sind, ist es vielleicht gar nicht verkehrt, sich trotzdem gelegentlich mal links und rechts umzugucken. So, hier haben wir doch was. Wer sprechen willst? Puh, Mama hatte also recht. Wie bitte? Meine Mutter, sie hat die Bibel immer sehr ernst genommen. Nicht nur sonntags. Sie hat jeden Tag nach der Bibel gelebt. Ihr Lieblingskapitel? Die Offenbarung des Johannes. Tja, ich habe sie nicht immer verstanden. Sie redet so undeutlich und so. Aber wenn sie mal deutlich war, war es immer Endzeit dies und Feuersee das. Wegen der sündhaften Lebensart überall. Da wir gerade davon reden, stört es sie, wenn ich rauche. Eine Tabakzigarette? Tut mir leid, Schätzchen. Da bin ich ganz altmodisch. Kompliment an Ihr Team, dass es mich gefunden hat. Schließlich werde ich schon seit 18 Monaten gesucht. Sterling Malkeith, das war ich. Natürlich, das kann ich gern zugeben. Aber es waren viele Jäger hinter der Beute her und ich konnte sie immer wieder an der Nase rumführen. Wie haben Sie mich gefunden? Ich glaube, Dr. Sobek hat sie als Alpha-Kandidat angegeben. Somit hatte ihre Ergreifung höchste Priorität. Ich wusste doch, dass sie ein Auge auf mich geworfen hat. Hey, gibt sie eigentlich keinen anständigen Kaffee? Sie wissen schon. Blutkaffee? Kriegscappuccino? Mr. Tate, ich erteile Ihnen die Zulassung zur nächsten Phase. Gehen Sie einfach. Was ist denn das für ein Dude? Also, ich hätte ihn nicht durch den psychologischen Test durchgelassen. Ja. Diese mechanischen Monster töten Menschen also nicht nur, sondern ernähren sich auch noch von ihnen? Nicht nur Menschen, von sämtlichem organischem Material. Alles Lebendige wird zu Nährstoffen aufgelöst, Jahrtausende der Evolution verflüssigt, das Wunder des Lebens wird zu blutigem Biotreibstoff. Kurz gesagt, ja. Wer war das? Pharaoh? Dieses Arschloch. Ist er hier? Nein, Doktor. Bitte. Sagen Sie ihm, dass Tom Paike mit ihm reden will. Aufhören! Aufhören! Doktor! Bitte! Holen Sie sofort Pharaoh hierher! Ich glaube, der überdramatisiert. Räusper. Natürlich nicht. Dem wurde gerade gesagt, dass das Ende der Welt vor seiner Nase steht. Da glaube ich, wenn man da ein Gesicht zu hat, der dafür verantwortlich ist, ich glaube, da würden ziemlich viele Leute auf die Barrikaden gehen und anfangen, Selbstjustiz ausüben zu wollen. Wiedergabe wird eingeladen. Elisabeth Sobek. Sie wissen es jetzt. Und es ist wahr. Die Pharaoh-Plage verschlingt die Biosphäre. Alles Leben wird verlöschen. Aber muss das das Ende sein?
es für das Leben eine Zukunft? Was, wenn wir einen Samen erschaffen, aus dem nach der Vernichtung neues Leben erblüht? Das ist das Ziel, die Hoffnung von Projekt Zero Dawn. Ein hochintelligentes, vollautomatisches Terraforming-System, das aus der Ödnis Leben erschafft. Was braucht dieses System? Als Kern braucht es eine gute KI, die in der Lage ist, durch Trillionen von Entscheidungen unsere Biosphäre wiederherzustellen. Selbst unsterblich, in der Lage, das Leben wieder neu erblühen zu lassen. Wir nennen sie Gaia. Mutter Natur als KI. Doch das ist nur der Kern des Systems. Sie braucht die Begleitung und Unterstützung einer ganzen Palette untergeordneter Funktionen. Sie erweitern sozusagen Gaias Verstand und jede Funktion dient einem bestimmten Zweck. Das sind keine KI, aber trotzdem ist klar, jede von ihnen stellt eine größere technische Herausforderung dar, als je zuvor in der Menschheitsgeschichte bewältigt werden musste. Hardware für Schutz und Reifung von Billionen Samen und Embryonen, die neues Leben spenden. Der Bau unterirdischer Anlagen, die das alles enthalten. Und das ist nur der Anfang. Wir müssen nicht das ganze System bauen. Das Schöne am vollautomatischen Terraforming-System ist, dass es sich selbst bauen kann. In den nächsten Tagen hören Sie, wie all diese Funktionen, das, woran Sie jeweils arbeiten, zusammenpassen. Wie wir im Wettlauf gegen die Zeit die Bioproben nehmen, die Software schreiben, Technologie und Anlagen bauen. Wie wir sie schließen und versiegeln, ehe das Unvermeidliche eintritt. Doch noch wichtiger, dass noch nicht alles zu Ende ist. Dass Gaia die Deaktivierungscodes erzeugen wird, von denen Harris sprach. Und dann Sende-Arrays baut und sie überträgt, um die Pharaoh-Roboter abzuschalten. Dass Gaia die notwendigen Roboter für jede erdenkliche Arbeit nicht nur aufbauen, sondern auch konzipieren kann. Von der Detoxifizierung der Atmosphäre und der Meere zur Neubegrünung der Erde mit eingefrorenem Saatgut und zur Besiedlung der Erde mit Tieren. Und dann, wenn all das getan ist, wird eine neue Generation von Menschen, erzeugt in Ursprungsanlagen in aller Welt, an Apollo teilhaben. Dem Archiv unseres Wissens und unserer kulturellen Errungenschaften, wodurch sie von uns erfahren, von der Welt und am wichtigsten von Fehlern, die wir gemacht haben. Dies ist kein unmöglicher Traum. Wir können es schaffen, mit harter Arbeit und unbedingtem Willen. Das Leben hier wird enden. Doch wenn Sie mir helfen und Gaia, gibt es noch eine Zukunft? Bleiben Sie und formen Sie diese Zukunft. Also, die gesamte Erde wurde vernichtet, aber dann neu erschaffen? Ja, von einer Maschine. Einer Schöpfungsmaschine. Elisabeth hat das getan. Für das Leben. Für uns. Aber was ist dann mit Hades? Wenn er ein Teil von Gaia war, wie ist er dann im Wrack eines Pharaoh-Roboters gelandet? Und warum will er mich töten? Und Apollo, das Archiv des Wissens, was ist damit passiert? Ich bin genauso verwirrt wie du. Vielleicht liegen die Antworten vor uns. Ja, ich würde mal sagen, meine Hypothese geht langsam ein bisschen auf, wa? Okay. Genug Spaß gehabt. Ich glaube, hier kommen die nächsten Gegner auf uns zu. Hier haben wir zumindest noch mal eine Nachricht. Gucken wir uns diese mal an. Treffen Sie Ihre Wahl. Sie verfügen jetzt über die Informationen zum wahren Ziel und Zweck von Project Zero Dawn.
die weitaus mehr als streng geheim sind. Dementsprechend können wir Ihnen leider nicht erlauben, diese Anlage zu verlassen. Sie haben jetzt 3 Auswahlmöglichkeiten. Bitte überdenken Sie jede davon sorgfältig. Es stehen fachkundige Berater bereit, um Ihnen bei Ihrer Entscheidung zu helfen. Erstens, Teilnahme. Sie werden auf der Grundlage Ihres Fachgebiets einem Projektteam zugewiesen. Ihnen sollte bewusst sein, dass es ein harter Weg vor uns liegt und der Ausgang des Projekts unsicher ist. Es wird von Ihnen erwartet, mindestens 80 Stunden pro Woche zu arbeiten. Die Kommunikation mit Familienmitgliedern wird stark eingeschränkt und in Echtzeit überwacht. Bei erfolgreicher Fertigstellung des Projekts werden Sie und Ihre nächsten Angehörigen oder 2 Personen Ihrer Wahl in den versiegelten Elysium-Lebensraum überführt, um den Rest Ihres natürlichen Lebens dort zu verbringen. Unbegrenzter Gewahrsam. Sollten Sie die Teilnahme an Project Zero Dawn ablehnen, werden Sie für unbegrenzte Zeit in Gewahrsam gehalten. Sie haben 48 Stunden Zeit, Ihre Entscheidung zu überdenken. Danach gilt Ihre Ablehnung der Teilnahme als unwiderruflich. Es werden sämtliche Anstrengungen unternommen werden, Ihren Gewahrsam so angenehm wie möglich zu machen, doch Ihnen ist jeder Kontakt zur Außenwelt verboten und Ihr Tod innerhalb von 18 Monaten aufgrund der Pharaoh-Plage ist unvermeidlich. Wenn die Zero-Dawn-Anlage verlassen wird, werden diejenigen Häftlinge, die sich nicht für die Sterbehilfe entscheiden, freigelassen. Sterbehilfe. Die Informationen, die Sie gerade erhalten haben, stellen unverständlicherweise den Sinn des Weiterlebens in Frage. Wenn Sie es vorziehen, Ihr Leben an diesem Punkt zu beenden, bieten wir Ihnen einen schmerzlosen Tod an. Es ist eine Wartefrist von 48 Stunden erforderlich, während der Sie sich stattdessen zur Teilnahme oder zum Gewahrsam entschließen können. Bitte benachrichtigen Sie einen Berater, wenn Sie Ihre Entscheidung treffen möchten oder weitere Fragen haben. Okay, das wird hier ziemlich ernst. Da unten liegt was auf dem Boden. Beraterrichtlinien, das ist mal interessant. Für die Nachbesprechung nach Präsentation 2. Es ist überaus wichtig, dass sich die Kandidaten freiwillig und wissentlich zur Teilnahme an Project Zero Dawn entschließen, ohne zusätzlichen Druck und ohne eine Wertung seitens des Beraters. Bekräftigen Sie, dass die Kandidaten aufgrund ihrer Fähigkeiten und Leistungen ausgewählt wurden. Betonen Sie, dass Ihre engagierte Teilnahme an Zero Dawn die Erfolgsaussichten des Projekts erhöhen wird. Stellen Sie die Teilnahme an Zero Dawn als eine Möglichkeit dar, aktiv auf eine überwältigende Bedrohung zu reagieren. Die Kandidaten können die Fairness ihrer Auswahl hinterfragen. Erkennen Sie diese Einwände als normale, sogar bewundernswerte Reaktion an. Bekräftigen Sie den Wert der Kompetenz der Kandidaten für die Zukunft nicht nur für die Menschheit, sondern für das gesamte Leben auf der Erde. Die Menschlichkeit ist hier ein bisschen in Frage gestellt. Weiterhin könnten Kandidaten sich aus moralischen Gründen dagegen sperren, dass sie auf ihre Angehörigen auch nach Zero Day weiterleben dürfen. Erkennen Sie Ihre Bedenken an. Räumen Sie ein, dass die Elysium-Bewohnung zwar nicht gerecht, aber verdient sein wird. Wenn möglich, nutzen Sie die ethischen Bedenken, um eine größere Hingabe für das Projekt zu erreichen. Wenn Kandidaten aus Plausibilität von Project Zero Dawn hinterfragen, erlauben Sie ihn. Dr. Sobek präsentiert so viele Male Präsentation so viele Mal anzusehen, wie Sie wünschen, und erfolgen Sie den Zugriff auf den Hintergrundartikel G01 bis P20. Lassen Sie eine Unterbrechung des Gesprächs zu, damit Sie die Dokumentation verinnerlichen können. Eine bedeutende Minderheit der Kandidaten wird sich für die Sterbehilfe entscheiden. Es ist wichtig, diese Entscheidung freundlich und ohne Wertung aufzunehmen. Setzen Sie sie über die Wartefrist von 48 Stunden in Kenntnis, in denen Berater zur Verfügung stehen, um über Ihre Entscheidung zu reden. Betonen Sie, dass die Sterbehilfe nicht ohne eine abermalige Zustimmung stattfinden wird, wenn der Eingriff anberaumt ist. Niemand wird gegen seinen Willen, gegen seinen oder ihren Willen getötet. Kandidaten, die sich für unbegrenzten Gewahrsam entscheiden, müssen darüber informiert werden, dass sie ihre Entscheidung innerhalb von 48 Stunden zurücknehmen können. Danach Daten beschädigt. Das passt ja. Okay, bin mal gespannt. Das sieht mir hier ein bisschen
so aus, als ob hier gleich noch irgendwas passiert, irgendwas runterkommt oder sonst irgendwas. Aber hier haben wir noch eine Sprachnachricht. Hopp. Verdammt. Notizbuch. Datenpunkte. Wie hießen die gerade? Ich glaube, das war die. Ja. Natürlich mache ich es. Die Möglichkeit zu bekommen, wieder aufzubauen, was ich... Der Schaden, den ich... Ja, ich fühle mich der Aufgabe nicht würdig, aber ich mache es, auf jeden Fall. Ich möchte noch einmal betonen, dass es hier nie um ihr Verschulden ging. Für mich schon. Dr. Sobeck, Margot, es war damals eine kluge Entscheidung von Ihnen, Farrell zu verlassen. Aber keiner von uns hat das als Warnsignal gesehen. Wir haben uns gesagt, dass Sie einfach nicht für die BTRI-Intrigen geschaffen sind. Das steht für Better Than Rapid Innovation. Besser im Wettbewerb. Besser als die anderen. Eine bessere Tötungsmaschine. Ist es nicht erstaunlich, dass es 1,5 Jahrhunderte Science Fiction nicht geschafft haben, unsere Spezies vom direkten Weg ins Verderben abzubringen? Ich habe genug von diesem Leben. Ich meine, ich werde hart arbeiten, doppelt hart, um das hier zu verdienen, für meine Familie, damit sie einen Platz im Elysium bekommt. Ich hätte nie gedacht, dass ich etwas wieder gut machen kann. Naja, Wiedergutmachen. Das klingt mir irgendwie nicht so richtig nach einer Wiedergutmachung, das, was hier abläuft. Aber okay, wir können dann nichts dran ändern, es ist zu spät. Das Ganze liegt über 300 Jahre in der Vergangenheit. Wenn Ihnen noch übel ist. Nein, die Medikamente wirken. Ich spüre meine Zunge nicht mehr. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich daran glaube, aber der Schaden ist zu groß, zu weitreichend, zu vollkommen. Bei allem Respekt vor Dr. Sobecks Arbeit bei Miriam, nein, nein, das Leben findet nicht immer einen Weg, um weiterzumachen. Manchmal kommt es nicht zurück. Wie in Syzygy East, wie im Kongo, wie auf Timor, wie wir. Das ist unsere Belohnung? Eine unterirdische Stadt voller Sterbepatienten, die auf das Ende warten? Sie würden gemeinsam alt werden. Mit ihren Angehörigen. In Sicherheit. Ich habe keine Angehörigen. Aber vermutlich könnte ich eine Familie gründen. Leider nicht. Alle Einwohner des Elysiums werden sterilisiert. Ein Lebensraum, der etwa 2000 Personen bis zu 100 Jahre lang erhalten soll, stellt uns vor große Herausforderungen, Dr. Alpert. Wenn sich die Bevölkerungszahl erhöht statt reduziert, werden alle dort drinnen innerhalb von 30 Jahren tot sein. Ich wusste es. Ich konnte mich nur nicht dazu durchringen, es zu sagen. Wie bitte? Beenden Sie es. Leisten Sie Sterbehilfe. Ich möchte kein Teil hiervon sein. Ich will nur, dass es vorbei ist. Ich verstehe. Die Protokolle erfordern eine Wartezeit von 48 Stunden nach denen. Okay, das, man muss sagen, das ist, wow. Um sicherzustellen, dass ich mich dieses Mal benehme. Sicherheitspersonal, zu Ihrem Schutz. Möchten Sie darüber sprechen, wie Sie sich fühlen? Na klar. Medizinische Abteilung nicht zugänglich. Überrascht? Nein, geplättet. So würde mein alter Herr es ausdrücken. Vollkommen geplättet. Diese Ader, die immer an seiner Stirn pulsierte. Ich dachte, sie wären einfach nur viel zu schlecht auf ein Raumfahrtprojekt vorbereitet. Aber jetzt sehe ich, dass es schlimmer ist. Viel schlimmer. Sobeck ist eine Träumerin. Eine gefährliche Fantastin. Dieser übertriebene Optimismus, das ist grundgütiger. Es tut mir leid, dass dieses Treffen eine Zeitverschwendung war. Ich möchte jetzt gehen. Das ist leider nicht möglich. Alles, von dem Sie hier reden, ist nicht möglich. Ich empfehle Ihnen, die Dokumente durchzulesen, die Ihre Optionen erläutern. Ich habe genug gesehen. Ich will hier weg. Was soll das? Lassen Sie! Nehmen Sie Ihre Hände weg! Okay, und der ist unter Gewahrsam gelandet. Sehr schön. Wir haben einen Todeskandidaten, eine Person in Gewahrsam. Ja. Viele Punkte. Was haben wir denn da? Irgendwas ist hier drüben. Gestrandete Fesseln. Okay. Oh. Ja, okay. Die werden natürlich nicht freiwillig in Gewahrsam genommen sein. Wurden zum Schluss. Da braucht man auch mal gelegentlich Fesseln für. Was haben wir denn hier?
Geht das hier irgendwo lang oder ist das einfach nur... Nee, es scheint einfach nur irgendwie... Oh. Ich glaube fast, das ist eine Zelle. Hässlich. Da möchte ich nicht den Rest meines Lebens verbringen. Ja, wo geht's denn jetzt weiter? Mal gucken. Wir sind ja schon Umweg gegangen. Jetzt finden wir den Weg hier nicht mal raus. Doch, hier. Ist das der Weg gewesen? Ich glaube ja. Ja doch, das war der Weg. Hier waren die Leute. Jetzt wieder die Frage, gibt es noch einen zweiten Weg hier durch oder so? Schauen wir mal kurz auf die Karte. Oh, die Karte ist aber viel... Boah, ist ganz schön komplex hier. Okay, die Karte sagt einfach geradeaus. So machen wir das. Ich habe hier noch irgendwas in diese Richtung gesehen. Irgendwie soll er noch einen Gang lang führen oder so. Eindringling, schnappt sie! Kämpfen oder weglaufen. Stirb jetzt bloß nicht. Oh, Moment. So, nochmal einen zweiten dazu. Und... voll daneben. Ich bin hier aber echt mit harten Geschützen. Ich probier's nochmal. Der hat gesessen. Und ich auch nochmal mit Doppelpfeil. Und los geht's. Voll daneben. Und nochmal. So. Schön mit Doppelschuss gelegt. Ich hoffe, das kriegen wir mit dem nächsten auch nochmal hin. Moment, war da noch jemand? Ne, das sah nur so aus. Das Gute ist, dass sie sich so ein bisschen dadurch verraten, dass wir hier... Was? Aber den habe ich doch getroffen. Bin mir ziemlich sicher. Schönen Doppelschuss und... Schnell weg. Doppelschuss sei Dank. Oh, der bewegt sich direkt auf meine Nase. Komm mal nicht so, Dude. Probieren wir es doch mal. Mit den eigenen Mitteln schlagen. Tschüss. Ja, das hat aber auch gut Schaden gemacht hier. Aber wir können zumindest... Hier sind zumindest noch genügend Heilkräuter, die wir dann aufsammeln können. Und weiter geht die Inspektion. Hier haben wir wieder einen Audiokommentar. Ich habe mir die versprochen, worum es bei Artemis geht. Und klargestellt, dass ich nicht für einen globalen Zoo zur Verfügung stehe. In den letzten paar tausend Jahren waren wir nicht gerade tolle Hüter der Erde. Also ist die Idee einer wiederhergestellten Biosphäre, naja, erschreckend oder nicht? Eine totale Horrorshow. Wir haben kein Recht, uns da heranzuwagen. Aber die Alternative? Das große Nichts. Es ist doch so viel da gewesen und dann nichts mehr. Und Charles Ronson leitet das Ganze. Ich respektiere ihn, er ist mit Leidenschaft dabei, er ist heißblütig. Also habe ich gesagt, dass ich es mache. Und ich werde alles geben, im wörtlichen Sinne. Wenn das Projekt vorbei ist, wähle ich die medizinische Option. Vielen Dank auch.
Der Berater meinte, ich überlege mir das vielleicht nochmal anders, aber da kennt er mich schlecht. Verdammt nochmal, ich werde die Drecksarbeit machen, aber ich will kein Teil dieser erbärmlichen Zukunft sein, die sie anzubieten haben. Ich gehöre an die frische Luft. Mir hat das Gefühl von künstlichem Licht auf der Haut noch nie gefallen. Und außerdem bin ich ein bisschen klaustrophobisch. Ich glaube, das war genau diese Nachricht hier. Ja. Hier gab es ja schon mal... Ich habe mit Ihnen besprochen, worum es bei Artemis... Ja, das hatten wir schon. Das heißt, hier gab es auch wieder so einen Schleichweg, den ich natürlich gekonnt ignoriert habe. Warum eigentlich auch nicht? Kein Strom. Gibt es noch einen anderen Weg? Das hatte ich schon mal. Ich brauche nur meinen Fokus. Ja, das kriegen wir auch hin. Aber erstmal weg mit dem Ding hier. So. Oh. Schockfallen bekommen. Wir haben auch schon länger keine Fallen mehr gesetzt. Kann ich die überhaupt setzen? Ohne Munition bringt das nicht. Wieso? Ich habe doch Schockfallen. Achso, ja klar. Ich muss natürlich auch die Schockfallen erstmal ausrüsten. Aber, irgendwas wollte ich gerade noch machen. Genau. Bevor ich jetzt hier gleich noch einen Cut mache, werde ich mich hier nochmal ein bisschen umschauen und nochmal ein paar weitere Audiokommentare anhören. Zero Dawn. Es ist Kunst im gewissen Sinne. Eine Ausdrucksform im größtmöglichen Rahmen. Aber es ist auch so unfair. Warum wurde ich ausgewählt? Hat ein Komitee das entschieden? Ein Algorithmus? Meine Familie wird gerettet, weil ich einen Abschluss in Kunstgeschichte habe? Ist das gerecht? Dr. Suvey. Christina Suvey? Ja. Ich habe einen Mann getroffen, einen anderen Kunsthistoriker. Seine Gebiete sind Bauhaus und der neue Materialismus. Aber er war auch mal bei einem meiner Vorträge. Noch so eine unfaire Sache. Dass von allen Leuten in diesem Auditorium ausgerechnet wir beide jetzt hier sind. Und trotzdem fange ich an, mein Schicksal zu akzeptieren. Nein, es ist nicht fair, ganz und gar nicht. Aber für meine Familie, für die Kunst. Kunst ist lebendig. Sie muss aus der Vergangenheit sprechen und in der Zukunft widerhallen. Sie darf nicht in Vergessenheit geraten. Diese Gelegenheit, ich muss sie ergreifen. Das tust du, glaube ich, gerade. Tja, diese lahmen FBI-Hacker bei Mockingbird damals. Es hat echt Spaß gemacht, es ihnen richtig zu zeigen. Aber vielleicht war ich ein bisschen hart zu... Ach, fuck. Aber vielleicht war ich ein bisschen hart zu dieser armen Beraterin. Sie war ganz süß. Und schließlich wollte sie ja nur ihre Liste abhaken. Man kann nicht erwarten, dass sie durchschaut, wie lächerlich Zero D eigentlich ist. Gottes Schöpfung wird einem Kind in die Hände gelegt, das mit einem Hologrammerzeuger herumspielt. Ehrlich, Schätzchen, ich sag's nur, wie es ist. Guck mal, Mama, ich baue Natur. Wenn die Natur so wichtig ist, warum lassen wir sie dann nicht ihren Lauf nehmen? Aussterben, das ist eine natürliche Sache. Zero Dawn, nein, Ma'am, das nicht. Verdammt, es ist so unnatürlich, dass man es bei mir zu Hause eine Abscheulichkeit nennen würde. Und sie wissen das, sonst würden sie es nicht geheim halten. Und inzwischen kaut die Sahneschnitte von Beraterin auf ihrer Lippe herum. Schlechte Angewohnheit. Außerdem hat sie sich einen Fingernagel abgekaut. Nur einen. Nicht dein Tag, was, Süße? Sie hat schon ihre Quote den Bach runtergehen sehen. Sie sagte, ich nehme an, Sie werden das Angebot ablehnen wollen, Mr. Tate. Will die mich verarschen? 18 Monate harte Arbeit und dafür 30 Jahre im Elysium rumhängen und Pornos gucken? Ich bin dabei. Okay. Wir wissen jetzt zumindest auch, wo seine Prioritäten sind. Pornos. Das ist ja schon sehr pornös. So. Ja. Es gibt hier ja nicht so viele Wege, die wir gehen können. Und da haben wir auch schon ein Wunder... Oh, ein sehr schönes Schalterrätsel. Welches mehrere Türen öffnen könnte... Dann mal los. Noch so eins. Ich muss dir... Oh, da fehlt ein Teil.
Ob es hier vielleicht eine Art Lager gibt? Ich würde fast meinen, sobald wir die eine Tür offen haben, können wir die andere Tür... Finden wir das Teil, was hier fehlt. Aber das suchen wir in der nächsten Folge. Hier jetzt erstmal ein Cut und wir sehen uns dann wieder bei Horizon Zero Dawn im alten Zero Dawn Bunker. Also, bis bald.